Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Left 4 Dead 2. Du musst es erstmal überlegen, wie das Spiel heißt. Nein. No real reason to go into one, but now you go to Peach Grove, you find all sorts of cool shit. This one time I was in a. We ain't got time for this, Alice. Okay. Alice, wirkt ganz interessant. Lass Alice doch mal ausreden. Naja, wie wir jetzt im letzten Teil sind, wir jetzt in der Tankstelle und wir haben hier alle diese hübschen Benzinkanister auf dem Rücken. Gaskanister wäre auch schön. Ja, im Englischen ist ja Gaskanister. Station the gas. Und Rochelle, ja, Dieselkanister sind das ja hier, weil wir brauchen ja Diesel. Take what you need, leave some for the rest of us. Ja, ich will jetzt trotzdem erzählen, wie wir hier sehen, Rochelle trägt es seitlich, aber auch bloß in diesem Model. Wir gehen jetzt auf jeden Fall los und es regnet. Who the fuck is Alice and Alex and Tommy? Hey, es wäre witzig, wenn an der Wand irgendwann mal Kief stehen würde. Es gibt keinen Kief. Doch, natürlich gibt es Kief. Es gibt eine Mod, mit der du Kief runterladen kannst. Ja, aber das ist nicht Kief. Doch, es ist Kief. Es gibt offiziell keinen Kief. Es gibt Kief. Kief existiert. Und jetzt stürmt es auch. Das wird auch vom AI Director übernommen. Wenn es stürmt. Wenn es stürmt, dann kommen natürlich auch Zombies. Ja, deswegen sollte man da erst recht gucken, dass man sich nicht aus den Augen verliert. Ja. Ist mir mal passiert, ich habe mich da verlaufen und wusste nicht mehr, wo ich hin wollte. Was ich etwas schade finde, dass sie diese Wettereffekte in dieses Spiel einführen, aber nur in dieser Kampagne benutzen. Wann wir jetzt alle bereit sind. Ach nee, ich weiß noch, wann wir alle gestorben sind. Ja. Oh, fast alle. Mann. Das war hier bei solchen Aufzügen, auch bei diesem Aufzug. Ja. Weil man ja nicht drücken kann, bevor nicht alle drin sind. Ja, ich habe ein Splitter dahin gemacht, wir waren schon alle angeschlagen. Ich will jetzt lieber im Aufzug bleiben. Und wir können ja wieder eine Abkürzung. Nein, da läuft es bald hier lang. Was? Wie ihr jetzt bemerkt habt, wir gehen jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Und da es jetzt Nacht ist, sitzen die Witches. Ja. Und weil es sehr stark regnet, ist hier alles überflutet. Deswegen ist natürlich sehr klug, ist hier überall, wo kein Wasser ist, zu laufen, weil man dann schneller läuft. Was auch indirekt eine Abkürzung ist. Reloading. Ja, irgendwie. Reloading. Und gleich kommt der schwierigste Part. I'm a reload. Aha. Ach so, toll, eine Abkürzung. Ja, mein schwierigen Part. Ja. Ich könnte hier blind durchlaufen. Ich nicht, ich weiß noch, wie ich damals mal die ganze Zeit runtergefallen bin. Das war sehr nervig. Fuck, ich hätte mich hinknien sollen. Nein, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Sorry, ich bin so gut, ich bin ja so voll im Zielen. Ja, merkt. Kannst du dir jetzt immer und immer wieder angucken, weil wir das einfach Fun haben. Tank! Wir hören einen Tank. Wir könnten diesen Tank jetzt bekämpfen. Haben wir aber keine Lust so. Also, wir hätten Lust dazu, aber es geht viel einfacher, weil das hier echt sehr schnell geht. Und quasi, was in diesem Level im Versus schon irgendwie so zum. Man rennt durch. Ah, oh, scheiße, guck mal rein, Crashhorn. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, komm, 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 komm. Ah, ah, ah. Bip, bip, bip. Ich bin schon unsicher. Let me in. Tschüss. Ah, oh, die anderen beiden kommen da noch ein bisschen. Danke, Cole. Habe ich wieder Adrenalin. Und so haben wir das doch sehr schnell geschafft.
Juhu! Das macht, glaube ich, im Versus... Also ich glaube, im Versus ist die Kampagne nicht sehr beliebt. Ja, weil die für die Infizierten ein bisschen langweilig oder auch verdammt kacke laufen kann. Ja, eher, also es ist schnell zu Ende und die haben eigentlich gar keine Chance. Ja. Und wir dürfen. Außer die sind echt gut und sprechen sich viel ab. Nein, nicht mal dann. Wenn die anderen gut sind, dann hast du da keine Chance. Ja, die anderen müssen Noobs sein und man selber muss sehr gut sein. Ja, wenn die anderen Noobs sind und die anderen gut, dann muss man sich an die, und man selbst gut, dann muss man sich ja nicht absprechen. Dann würden sie nämlich gar nicht so schnell durchrennen. Die würden ja dann versuchen, den Tank zu erledigen. Ja, vielleicht kennen die trotzdem den Trick. Dann sind ja keine Noobs mehr. Also sie fallen ja nicht runter, vielleicht ist das ja möglich. Ach, lass mir doch meinen Spaß. Bist du so müde, dass sich unsere Let's Plays langweilen? Da, 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 da. Ja, überleg mal, du musst dir bloß einen Ladebildschirm angucken. Ich hab's viel schlimmer und die Zuschauer. Wir wollen hier durchgehen, wir wollen uns das jetzt eher angucken. Wir wollen sehen, wie das alles da draußen ist. Da, 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 da. Ey! Wir wollen hier Action! Also verprügeln wir dich! Ich wollte so ein bisschen auf. Hey, denn I would. Du bist doch jetzt da, also los, komm. What? Nein, für mich noch nicht ganz. Hier steht schon Dark Angel Ikari und verprügelt dich. Au! Nimm dir ein Medikit und komm. Boah, wir haben so viel, ich verarzte mich nochmal, obwohl ich so volle Gesundheit habe. Oh yeah. Deswegen waren hier auch so viele Medikits, das solltest du vielleicht mal erwähnen. Ja, nur irgendwie hat der Air Director noch ein paar mehr gezogen. Ja. Auf hohen Schwierigkeitsgraden ist es dann nämlich so, dass keine mehr spawnen, meine ich. Oder sollte es jedenfalls so sein? Wenn nicht, wäre es schade. Es ist irgendwie schade. Ja. Dann denkt man sich am Anfang, oh komm, wir benutzen alle und dann später ist man dann in den Arsch geknüpft. Ja. Hopp. Man könnte da unten entlang laufen. Da stehen auch teilweise sehr viele Autos. Das ist natürlich, dass der Tank sehr schön ist. Aber wir nehmen lieber den sicheren Weg. Ja, weil der Tank kann nicht auf Autos verschließen. Ja, wegschlagen. Und, oh, scheiße, ich muss noch sein. Aber du bist jetzt nicht hochgeklettert. Was machen wir jetzt hier oben, weil... Au. Wow. Wow. Nein, der Tank gerade für aus. Wie ich dir auch die ganze Zeit erzählen wollte, wenn der Tank mich dann gestört hat. Habe ich das mal im Versus, da bin ich als Tank gespawnt und konnte dieses Auto da benutzen, um alle Überlebenden, weil die so schön in einer Reihe standen, so platt zu machen. Ist dir immer aufgefallen, dass die Augen des Zombies leuchten? Das hast du schon beim ersten Mal erwähnt. Ich meine nur. Siehe Part 1. Für die, die sich nicht mal an Part 1 erinnern. Wir waren in einem Hotel. Dir ist aufgefallen, dass die Augen des Zombies leuchten. Ich meine ja nur. Ich glaube, keine paar Minuten nachdem ich an den Lautstärkerichter angeschaut habe. Ja. Reloading hier! Würde ich mir Mühe machen, würde ich jetzt vielleicht einen. Würde ich hier vielleicht was reinschneiden, so ein. Was damals geschah. Oder previously on. Help me! Danke. Aber. Ich denke, ihr habt alle Kurven geändert, meine Wish und der Sturm ist dabei auch nicht. No. Oh, ich merke das vorne. Sexy Lady. Deswegen gehe ich lieber hier durch. Sexy Lady. Ich wollte dich auch dazu tanzen sehen. Opa, wie haben wir uns da? Sexy Lady. Nick.
Nick, halt nicht. Da ist ein Hunter. Der kann ey, ich hab doch geschlagen. Ja, genau, erinnert mich an den Spielplatz. Nein, was ist ein Spielplatz, auf das Dreierrad rumzufummeln? Ha, siehst du, erinnert mich doch. Nein, du hast es gerade selbst getan. Ich hab mich ja noch daran erinnert. Hi. Schön, Boomer. So, wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, das letzte Mal sind wir da drüber geklettert. Diesmal gehen wir da durch, aber der nicht mehr so zuklettern können. Wir könnten ja nie im Leben da aber in den Truck reingehen. Oder über diese Kupplung steigen. Nein. Alter, wir könnten über diese Stufen steigen, aber nein. Ich glaube, wir sind so blöd dafür. Ja. Akzeptier es. Oh, hell yeah! Und das war auch sehr schnell. Also diese Kampagne ist nicht wirklich schwer. Ist meiner Meinung nach wirklich die einfachste. Und mal abgesehen davon, der Center hat am Anfang ein Tutorial. Quasi. Deswegen das auch sehr gerne in einem Versus gespielt wird, weil man da am Anfang ja gar nicht verlieren kann. Yeah. Insgesamt finde ich das sehr schade, dass in Left 4 Dead 2 die meisten Kampagnen immer so verkürzt wurden. Wir haben ja sehr viele 4-Teil-Kampagnen. Ja, wobei, eigentlich nur 2, aber hier spielt sich wie ein 4-Parter. Weil teilweise die Kapitel in Anführungszeichen gar nicht der Rede wert sind. Grabben Pills. Ich nehme mal lieber Pillen anstatt Adrenalin, weil das mir ein bisschen mehr bringt. Ich dachte, du wärst schon wieder da. Nein. Ich weiß auch, wie lange das lädt. Wie, ich kann hier drinnen keine Rohrbombe werfen, ist ja langweilig. Grab it a shot. So, just for fun habe ich jetzt Adrenalin genommen, während wir warten. Toll. Dann leuchtet mein Rand so schön rot. Und alles ist so gedämpft. Es ist vor allem ein bisschen nervig, wenn man Xbox 360 im Splitscreen spielt. Dann hört nämlich der Partner auch alles gedämpft. Yeah. Wenn man sich ein Geräusch teilt. Hier hinten liegt doch Munition, ne? Ja, wo ist meine Waffe? Da ist meine Waffe. Ja, ich mach schon mal aus. Wir gehen raus in den Regen und werden klitschnass. Juhu! Klitschnass durch den Regen! Reloading! Alter, ich will gerade so weglösen. Warum? Macht dir das Spiel keinen Spaß? Macht dir Let's Playen keinen Spaß? Bleib doch still. Aber ich bin müde. Aber wenn ich auch immer so lange war. Lange? Wir haben nicht nur 10:30. Ich meine gestern. Was wäre ich doch gar nicht erst so müde. Aber nein, der Herr kann ja nicht antworten. Ja. Weil ich gerade an einem Let's Play gefummelt habe oder jedenfalls gedacht habe, ich habe. I'm a reload. So, okay, der macht das Licht an. Hier oben, das Schild. Damit wird dann das Virtual auf dem Boot wissen, dass wir bereit sind. Und ich bin so fertig. Und ein Hunter ist auf dem Boot. Ich komme. Okay, da war ja schneller als ich. So, hätte man jetzt am Anfang die ganzen Medikits weggenommen. Warum auch, aus welchen Gründen auch immer, hätte man hier natürlich dann etwas Probleme mehr, weil man dann weniger Medikits hat. Ist leider Gottes so. Ist dann aber die Frage, warum
man so viele Medikits sammelt, ne? Oder warum man so viele Medikits am Anfang braucht. Also mir fiel da keinen Grund ein. Also wenn man sich wirklich mal hinstellt. Oh, Zombie, schlag mich, schlag mich, schlag mich. Warum nicht? So, da hinten ist der Fleck. Wo? Ach, ich bin tot. Schiebt, glaube ich, die ganze Zeit nur in Staub, oder? Ja. Ja, bitte. Okay, jetzt ein bisschen auf Melanie. Ja. Dafür ist er jetzt tot. So. Jetzt richtig aufgepasst mit dem Springen. Wenn ich nämlich auf das... auf den Tresen springe, nehme ich keinen Fallschaden. Und ich fülle meine Munition wieder auf. Und ich kann nicht mehr. Weiß kann. Das war nicht unbedingt nötig. Oh, ein Hunter! Kämpf doch mal besser! Mann, da hab ich mich gerade geheilt. Sorry. Da ist ja ein Smoker. Wir sollten hier oben vorsichtig sein. Ja, sollten wir. Okay, Smoker. Smoker ist tot. Ich weiß. Schatz, ich lese. Ich auch. Ja. Also irgendwie merkt mich, dass die ganzen Leute hier ranrennen, wenn der McDonald's irgendeine Aktion macht. Aha. Ah. Ah, ich bin runtergefallen. Ja, ich bin. Ja, die ganzen Leute, die jetzt hier irgendwelche Aktionsbürger holen wollen. Oh Gott. Probieren Sie jetzt den neuen Mac hier. Mit 20% mehr hier. Hirnbürger. Ah, Mac hier. There's a zombie on the There's a zombie on your Ja, die Leute fragen dich schon, wo bleibt denn dein Let's Play Dance of the Zombies? Weiß nicht. There's a zombie on your Du bist doch hier die Expertin für irgendwelche Casual-Games. We don't want zombies on your mind. Ich glaube, da kamen nur zwei Tanks und dann kam das Boot. Erinnere ich mich richtig? Oder waren es drei? Ich weiß nicht mehr. Stand. There's a zombie on your mind. Zwei Tanks und dann kam das Boot. Okay. Hier muss man jetzt vorsichtig sein, die Starter können einen Klapper starten, dann ist man automatisch tot. Hey, I'm reloading! There's a zombie on a line. Virgil! Ich bin sicher! Und... Ah, ich bin sogar hier noch drauf gelandet. Ah, leider mussten wir jetzt Coach zurücklassen. Nein, er ist auch noch hier drauf gelandet. Er lag doch am Boden. Sicher? Ich hab gerade noch gesehen, dass er am Boden Ich meine, der Tank hätte den auch noch aufs Boot geschmissen. Oh, noch eine Errungenschaft. Wellenbrecher. Ich hab echt Swamp Fever gemacht, aber nicht das hier. Ja, und da haben wir 35 Minuten gebraucht. Ich würde mal sagen, am Anfang kann man damit rechnen, dass man da eine gute Stunde mit verbringt. Weil ich irgendwie nicht verstehen kann, was man da mal so lange gemacht hat, aber ist irgendwie so. Man ist den Umweg gegangen, hat den Tank versucht zu besiegen, etc., etc. Ja, du weißt, also irgendwie... Insgesamt die ganzen Kampagnen sind ja relativ schnell, aber irgendwie am Anfang war das alles irgendwie schwieriger. Oh. Ich sag grad sehr oft irgendwie. Kann sein. Kann nicht nur sein, ich tue es. Warum? Ich weiß es selbst nicht. Das ist seltsam. Ja, ist es. Verstehe ich nicht. Tja, man kann auch nicht alles verstehen. There's a zombie on a line. There's a zombie. Oh, nur 914 Zombies. Also jetzt bin ich bin heute enttäuscht von uns. Wir haben nicht mal 1000 Zombies getötet. Tja, wir sind halt scheiße. Ja. So, das war's auch schon wieder von unserem Let's Play Left 4 Dead 2.
Jetzt kriegt ihr noch wieder einen kleinen Teaser, mit welcher Kampagne wir euch das nächste Mal verwöhnen. Es wird nämlich die Gemeinde sein. Yay! Und ein weiterer kleiner Gemeinde. Teaser, nach der Gemeinde werden wir die Brücke machen. Yay, die Brücke! Und danach werden wir uns höchstwahrscheinlich mit... Nein, nicht nur höchstwahrscheinlich, danach werden wir uns mit den Left 4 Dead 1 Kampagnen beschäftigen. Yay! Aber bis dahin ist ja noch sehr viel Zeit. Nein. Oh doch. Manu. Also, ich hoffe, ihr hattet wieder sehr viel Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die Gemeinde spielen. Oder wie es im Englischen heißt, The Parish. Bis dann.